Hi, hier ist Mr. Lagiol. Willkommen in der Lagiol-Welt von originallagiol.de. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes. Und zwar drei Taschenmesser von Philippe Voisier. Die sind alle gleich. Es ist eine limitierte Edition von drei Stück. Und zwar hat er sich bereit erklärt, gemeinsam mit auch anderen Schmieden, besondere Taschenmesser zu Ehren des Jubiläums, 20-jähriges Jubiläum von Chevalier Lagiol. Ich habe da ziemlich freie Hand gelassen, den Schmieden das zu entwickeln, weil die das für richtig halten. Ich habe das Thema etwas angerissen, gesagt, wofür das ist, ob die es natürlich machen möchten. Und Philippe Voisier hat dieses Messer geliefert. Schaut mal. Das ist das Taschenmesser. Wir werden gleich darauf eingehen. Aber hier, das ist ein Chevalier-Kopf. Wie toll ist das denn? Wahnsinn, auf beide Seiten mit einer Fleur-de-Lis-Biene, entsprechendem Rücken. Wir kommen gleich zu Materialien und Preis. Aber das sind Messer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin da total begeistert. Dann sprechen wir noch ein bisschen über Fleur-de-Lis, ein bisschen zu der Geschichte, zu der Bedeutung. Dann gehen wir noch ein bisschen auf die Karmos-Punkte ein. Wir haben mittlerweile 30 Möglichkeiten, Karmos-Punkte zu verdienen, zu gewinnen oder eben halt auszugeben. Und dann noch ein bisschen über das OLC, Original Lagiol Community, wobei wir jetzt hier ein bisschen uns den Gebrauchtmarkt anschauen. Da habe ich da zwei Messer reingestellt, jetzt zusätzlich neu, und zwar ein Lagiol Taschenmesser mit Korkenzieher und ein Thiel Taschenmesser mit Drop 9 System. Bis gleich!
Ja, jetzt habt ihr schon in den Fotos gesehen, dieses tolle, fantastische Messer. Wir schauen uns gleich auch in 3D an. Dieser Amboss, dieser Mini-Amboss habe ich geschenkt bekommen von einem Freund von mir. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Der ist unterwegs in der OLC unter Blue Dragon. Und ja, kommen wir direkt erstmal zu der OLC, zu dem Gebrauchtmessermarkt. OLC, Original Lagiol Community, erreicht man entweder über originallagiol.de, indem man dann auf der linken Seite auf OLC klickt, oder indem man ganz einfach im Internet die Internetadresse eingibt: original-lagiol-community.de. Dort gibt es eine fantastische Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ich erwähne es immer wieder in den Videos, weil das ist so vielfältig, diese Community. Heute gehen wir auf den Gebrauchtmessermarkt. Ich habe dort erstmal einige Steakmesser-Sets eingestellt zu besonderen Preisen. Die könnt ihr euch dann anschauen, aber ganz aktuell ist ein besonderes Taschenmesser, das ich auch hier zeigen möchte. Und zwar geht es hier um diese Taschenmesser, die derzeit drin sind, hauptsächlich um Taschenmesser, die wir hier bei originallagiol.de haben, vielleicht irgendwo in irgendeiner Ecke des Lagers gefunden haben und diese vielleicht nicht mehr erhältlich sind oder ein bisschen verstaubt sind. Also sind keine gebrauchten Messer, wie man das versteht, dass ich damit irgendwas geschnitten gemacht habe, sondern es sind allesamt neue Messer, die werden aber dennoch als gebraucht verkauft, weil vielleicht haben die einfach die ein oder andere Spur durch die längere Zeit, die jetzt im Lager gewesen ist. Ich zeige mal hier die zwei Taschenmesser, die ich habe, die jetzt ganz neu dazu gekommen sind. Einmal haben wir hier ein Taschenmesser, und zwar von Lagiol & Aubrac, mit einem Griff aus Wacholderholz, mit einer sehr, sehr schönen gelochierte Rücken und Biene. Dann haben wir hier noch einen Flaschenöffner. Und hier, schaut mal, unter dem Flaschenöffner haben wir noch eine Feder drin. Wahnsinn, oder? Sehr, sehr schön gemacht. Dieses Taschenmesser ist in dem Gebrauchtmessermarkt, findet ihr unter OLC Lagiol-Messermarkt, Gebrauchte kaufen und verkaufen, und zwar in dem Bereich Lagiol, 135 Euro plus 10 Karmos-Punkte. Das bedeutet, dieses Taschenmesser kann nur gekauft werden, wenn entsprechend 10 Karmos-Punkte mit eingesetzt werden. Und die 135 Euro. Das zweite Taschenmesser ist ein Taschenmesser von Claude Dosson, ein Thier-Taschenmesser. Relativ schlicht und einfach. Es kostet nur 50 Euro und 10 Karmus-Punkte, ebenfalls mit Wacholderholz. Und das hat hier dieses Drop-9-System. Das heißt, ich muss es nach oben senkrecht halten zum Öffnen. Dann geht Butter leicht auf und zu. Und dann ebenfalls geht es zu, und schließen kann ich es nur, wenn ich die Klinge nach unten halte. Nach oben zum Öffnen, nach unten zum Schließen. Diese zwei Taschenmesser findet ihr in dem Gebrauchtmessermarkt in der Original Lagiol Community. Ihr könnt, ohne euch anzumelden, dort reinschauen. Wir haben die Lagiol Community komplett freigeschaltet. Ihr könnt alle Beiträge entsprechend lesen. Und nur wenn man den Daumen nach oben machen möchte oder zum Beispiel einen Kommentar mitschreiben möchte, dann sollte man natürlich angemeldet sein in dem Original Lagiol.de Shop. Das heißt, einfach als Neukunde registrieren, du musst nichts kaufen, und schon kannst du Beiträge schreiben und kommentieren. Gehen wir ein bisschen ein auf unser Konzept Karmos-Punkte. Sehr viele Stammkunden schauen sich dieses Video an. Vielen Dank übrigens für eure Treue. Diejenigen, die sich gut auskennen mit den Karmos-Punkten, dann müssen die hier nicht nur meist zuschauen, können direkt natürlich zu dem nächsten Bereich
springen. Das ist der Bereich, wo ich diese fantastische Taschenmesse von Philippe Voisier vorstelle und auch noch ein bisschen was über Fleur de Lys erzähle. Die anderen, die vielleicht neu sind und Interesse haben, an diesem Karmos-Konzept teilzunehmen, das wir haben, das heißt also bis zu 30% sparen bei den Lagiol-Taschenmesse, die wir anbieten, dann bitte jetzt zuhören. Ich erkläre noch mal ganz kurz das Konzept und auch die vielfältigen Möglichkeiten. Ich hatte über 30 Möglichkeiten, die Karmos-Punkte zu sammeln und auszugeben. Das Karmos-Konzept ist wahnsinnig, finde ich persönlich, revolutionär, weil es geht nicht nur einfach wie zum Beispiel eine Bäckerei. Wenn ich 10 Brote gekauft habe, bekomme ich das 11. umsonst, sondern das ist ein ganz vielfältiges Konzept. Das ist so eine Art Zahlmöglichkeit auch, Währung in der original Lagiol.de Welt. Und man kann die auf vielfältige Art und Weise verdienen. Wir kommen gleich dazu. Ein Karmos-Punkt entspricht 1% Rabatt. Du kannst diese natürlich zum Beispiel, um Rabatte zu bekommen bei uns im Shop auf die Produkte, aber auch um viele andere Sachen zu machen, um aufzusteigen zum OL-Kunden, um aufzusteigen zum OL-Premium-Gold-Kunden, um bei verschiedenen Spielen teilzunehmen, muss man ja auch einen Karmos-Punkt einsetzen und entsprechend viele Möglichkeiten, auf die wir gleich eingehen. Das Schöne ist, du musst noch nichts gekauft haben, um die Karmos-Punkte zu verdienen. Im heutigen Video hast du auch die Möglichkeit, einen Karmos-Punkt zu verdienen, überall in den Videos, wo ich Messe vorstelle oder nicht schon das LTS-Spiel veranstalte, hast du die Möglichkeit, durch den Karmos-Code, der im Laufe des Videos eingeblendet wird, kannst du dann einen Karmos-Punkt verdienen, und dafür musst du nur registriert sein bei original lagiol.de. Das Besondere ist, du kannst die Karmos-Punkte sammeln, aber einsetzen kannst du die erst, wenn du OL-Kunde bist. OL-Kunde ist jemand, der mindestens ein Produkt im Wert von 60 Euro bei uns gekauft hat oder mehr natürlich. Erst danach kannst du die einsetzen, es sei denn, du setzt 10 Karmos-Punkte ein, um als OL-Kunde zu gelten. Das heißt also, zum Beispiel, wenn du ein Produkt kaufen möchtest und möchtest 10% Rabatt haben auf dem Produkt, dann, und bist aber Neukunde, hast noch nie bei uns was eingekauft, dann musst du 20 Karmos-Punkte sammeln, denn 10 Karmos-Punkte setzt du ein, damit du zum OL-Kunde aufsteigst und überhaupt berechtigt bist, Karmos-Punkte einzusetzen. Und die nächsten 10 Karmos-Punkte kannst du einsetzen, damit du 10% Rabatt bekommst. Das ist so die Möglichkeit, auch für Neukunden an Rabatte zu kommen. Ich werde immer wieder gefragt von verschiedenen Kunden: Hey, ich möchte ein Messer kaufen, was kannst du am Preis machen? Ich kann nichts am Preis machen, denn wir haben zum einen die Wochenrabatte, wo ohnehin zweimal pro Woche 7 bis 8 Produkte immer reduziert werden um 10 bis 20%. Und zweitens kannst du natürlich Karmos-Punkte sammeln, und dann bekommst du ja, wie schon sagte, bis zu 30% Rabatt. Aber einfach ohne irgendwas zu tun, einfach ein Produkt gesehen, rufst an und sagst: Hey, ich will Rabatte. Das machen wir natürlich nicht. Wäre auch total unfair, finde ich, gegenüber all den anderen Kunden, die tüchtig unsere Karmos-Punkte sammeln. Ich finde, im Leben ist immer ein Nehmen und ein Geben. Und leider verstehen manche Kunden nicht, denn wenn die in einem Shop, ich rede gar nicht von uns, egal wo, in einem Shop Rabatte bekommen, bedeutet das letztlich, dass dieser Händler auf eine Marge von ihm, auf seinen Verdienst, auf sein Gehalt auch mitverzichtet. Ja, das ist so, als wenn dein Chef dich fragen würde: Hey, wie wäre es, wenn du nächsten Monat nicht 2000 Euro Gehalt hast, sondern nur 1500 Euro Gehalt? Ja, warum nicht? Lass uns mal verhandeln. Da würdest du auch komisch gucken. Was? Ne? Und genau so ist es wirklich im Prinzip, wenn du irgendwo in einem Shop fragst: Hey, was kann ich jetzt für 1% bekommen? Warum? Wir bieten sehr viel Rabatt an, wie schon sagte, bis zu 30%, wenn du entsprechend auch was für uns tust. Denn diese Karmos-Punkte sind etwas, was du tust. An Aktionen teilnehmen, etwas für uns tun, abonnieren, Newsletter abonnieren, YouTube abonnieren. Wir kommen gleich auf die ganzen Maßnahmen dazu, aber du musst etwas tun, damit du diese Punkte verdienst. Und zum Glück ist es relativ einfach, mit ganz wenig Aufwand kommst du immer auf 10, 15, 20% Rabatt.
wirst du gleich sehen. Es gibt echt für je unterschiedliche Möglichkeiten, gibt es ja sehr viele Rabattpunkte. Und übrigens, du musst mindestens OL-Kunde sein, um an den verschiedenen Aktionen, die wir veranstalten, teilzunehmen. Zum Beispiel haben wir jetzt im August die Aktion The Lagiol Way of Life, eine fantastische Fotoaktion. Und da reichst du dein Foto ein und kannst dann sogar kostenlos ein Messer verdienen, wenn du zu den 16 besten Fotos gehörst, beziehungsweise deine eingereichten Bilder zu den 16 besten Fotos gehören. Und da bekommst du ein Messer umsonst. Und da musst du natürlich schon mindestens Kunde von originallagiol.de, damit du daran teilnimmst und auch diese Gewinnmöglichkeit bekommst. Schauen wir erstmal, was gibt es für Möglichkeiten, um die Karmos-Punkte zu sammeln. Wir haben hier ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal solche, die natürlich nur einmalig sind und andere, die immer wieder verdient werden können. Und dann gibt es ja noch die Unterscheidung, solche, wo wir die automatisch erstellen, die Punkte, also du bekommst sie automatisch von uns, andere, wo du uns informieren musst, dass du das getan hast. Zum Beispiel YouTube abonnieren. Da bekommst du 4 Karmos-Punkte. Instagram abonnieren, 2 Karmos-Punkte. Newsletter abonnieren, 5 Karmos-Punkte. Geburtstag hast du einmal im Jahr, musst du uns informieren, bekommst du 3 Karmos-Punkte. Und wenn du das allererste Mal bei uns bestellst, bekommst du 3 Karmos-Punkte. Das sind Sachen, die entsprechend einmalig sind. Und dann haben wir hier drunter die Möglichkeiten, die du immer wieder verdienen kannst. Zum Beispiel, du verkaufst ein Gebrauchtmesser in der OLC. Wie wir gerade gesagt haben, die Preise waren 135 plus 10 Karmos. Das heißt, derjenige, der das verkauft, bekommt 10 Karmos-Punkte von dem Käufer. Weitere Empfehlung, wenn du uns weiterempfehlst und derjenige, der uns weiterempfohlen hat, auch sagt hier, der Kunde X, den habe ich empfohlen und der kauft bei uns was, bekommen beide jeweils 10 Karmos-Punkte. Das heißt, sowohl derjenige, der empfohlen wurde, als auch der, der empfohlen hat. Beide bekommen 10 Karmos-Punkte und können die entsprechend einlösen, in Form von 10% Rabatt zum Beispiel. Wenn du an den Seraphim-Tag teilnimmst, 2 Karmos-Punkte. An dem Lagiol Way of Life, das, was jetzt gerade stattfindet, alle, die Fotos einreichen, bekommen 6 Karmos-Punkte. Teilnahme an dem OL-Suchspiel gibt es 5 Punkte standardmäßig, 10, wenn du die Bonus-Karte, sagen wir mal, auch noch löst. Dann Teilnehmer an der Lagiol-Krone 5 Karmos-Punkte. Wenn du einen Beitrag in der OLC-Community schreibst, bekommst du 1 Karmos-Punkt. Und du kannst bis zu 4 Karmos-Punkte pro Jahr durch 4 unterschiedliche Beiträge verdienen. Wenn du uns bewertest, zum Beispiel natürlich nach dem Kauf, im Shop und im Trustpilot oder bei Google, bekommst du 4 Karmos-Punkte. Wenn du unsere Videos anschaust, so wie heute zum Beispiel, und den Karmos-Code richtig gesehen hast, bekommst du 1 Karmos-Punkt. Wenn du uns 7 Landschaftsfotos einreichst, die wir in unseren Videos zum Beispiel wie heute einblenden, das ist eine tolle Entspannungsmöglichkeit mit Natur, bekommst du 3 Karmos-Punkte. Wenn du Premium-Dia-Show in den sozialen Medien verbreitest, bekommst du 3 Karmos-Punkte und du kannst bis zu 3 solche Dia-Shows pro Jahr in deinen sozialen Kanälen verteilen oder auf 3 verschiedenen sozialen Kanälen, da bekommst du 9 Karmos-Punkte. Wenn du an dem Chevalier Merco-Spiel teilnimmst, bekommst du 6 Karmos-Punkte. Wenn du an dem Unicato 20 plus 10 20 teilnimmst, bekommst du 20 Karmos-Punkte. Und ganz neu, wenn du an einem LTS Lagiol-Tagesspiel teilnimmst, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Mal gibt es ja 5 Karmos-Punkte, mal kann man auch andere Sachen gewinnen, vielleicht ein Etui, ein Leder-Etui, ein Steck-Etui, auch Verwahrungs-Etui, werden da immer wieder unterschiedliche Sachen als Gewinn auslosen. Das sind Spiele, die wir einfach an einem Tag, wie zum Beispiel Mittwoch oder Sonntag, laufen lassen, die wir in einem Video erklären. Das ist ganz, ganz neu. Wir erklären das Spiel in einem Video. Letztens haben wir zum Beispiel ein Spiel mit dem Namen Gewichtsprobleme. Da musstest du raten, welche von den 6
Taschenmesser, die wir vorgestellt haben, am schwersten war. Und wenn du es richtig geraten hast, indem du mit dem Daumen nach oben bei den entsprechenden Produkts gezeigt hast, dann hast du die 5 Karmus-Punkte bekommen, denn da kann man also auch mehrere, gibt es auch mehrere Gewinner, nicht nur einer. Und da werden wir immer wieder, nicht jedes Mal, aber vielleicht jedes dritte, vierte, fünfte Mal werden wir ein solches LTS dann veranstalten. Und da, das Ganze findet dann natürlich in der OLC statt, also in der Original LaGuiole Community, und kann natürlich auch nur von denjenigen gewonnen werden oder überhaupt teilnehmen, die entsprechend auch OL-Kunden sind. Also siehst ja, es lohnt sich immer, bei originallaGuiole.de einzukaufen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel die Produkte auch einzulösen. Du kannst ja pro vorrätiges Produkt bis zu 30 Karmus-Punkte einlösen. Wenn das Produkt nicht vorrätig ist, bekommst du 5% Rabatt und kannst noch bis zu 10 Karmus-Punkte einlösen, sodass du auf ein nicht vorrätiges Produkt bis zu 15% Rabatt bekommen kannst. Du kannst den Arco-VIP-Zugang in der OLC für 24 Stunden bekommen. Da bezahlst du praktisch 5 Karmus-Punkte. Wenn du ein gebrauchtes Messer kaufst in OLC, 10 bis 100 Karmus. Heute habe ich ja vorgestellt 2 Taschenmesser. Da muss man 10 Karmus-Punkte bezahlen. Aufstieg auf OL Premium Goldkunde, da musst du 20 Karmus bezahlen und auf dein Recht auf das 30%ige Familien- und Sammlerrabatt zu verzichten. Wenn du als Neukunde aufsteigst auf OL-Kunde, bezahlst du 10 Karmus-Punkte, habe ich vorhin erklärt. Wenn du ein Orilla haben möchtest und es dir verdient hast, da prüfen wir natürlich auch, ob du berechtigt bist, entsprechend ein Orilla zu bekommen, musst du 50 Karmus-Punkte bezahlen. Wenn du an dem Game Changer Spiel teilnimmst, das ist ein Karmus-Spiel, einmal im Jahr kannst du beliebig viele Karmus-Punkte einsetzen, damit du ein Taschenmesser im Wert von 1000 Euro verdienen kannst. Bei der Orilla Community Spiel musst du 10 Karmus-Punkte einsetzen und in dem Nella Live Show bei dem LaGuiole Spiel ein Karmus-Punkt einsetzen, damit du teilnehmen kannst. Das haben wir jetzt erstmal bis nächstes Jahr auf Eis gelegt. Mangels Teilnahme, da müssen wir schauen, ob wir nächstes Jahr weiter im Programm aufnehmen, diese Nella Live Shows. So, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir arbeiten daran, dass noch mehr Möglichkeiten dazukommen. Wir möchten gerne diese Karmus als Währung in der Original-LaGuiole.de-Welt zu etablieren. Jetzt kommen wir zu diesen fantastischen Taschenmesser, die ich heute vorstellen möchte von Philippe Voisier. Chevalier LaGuiole wurde 2004 sozusagen erdacht, gegründet, ins Leben gerufen. Das ist eine Marke, ein Name, das wir hier bei originallaGuiole.de entworfen haben. Wir haben das auch mittlerweile registriert. Es ist also ein geschützter Name. Und wir lassen verschiedene Taschenmesser bei verschiedenen Schmieden herstellen. Wir entwickeln die hier in Wuppertal und lassen die bei den französischen Schmieden in Frankreich herstellen. Und das machen wir schon seit 20 Jahren. Mittlerweile haben wir ganz, ganz viele ganz außergewöhnliche Taschenmesser, die von den verschiedensten Schmieden hergestellt werden. Und jetzt haben wir dieses Jahr 2024 20-jähriges Jubiläum und haben dann die verschiedenen Schmieden gebeten, Produkte für uns zu machen, also herzustellen, Messer herzustellen, die limitiert sind, 1 bis maximal 3, entweder 3 unterschiedliche oder 3 gleiche. Und dann bieten wir die entsprechend an unsere Kunden als Jubiläumsmesser, auch unter dem Einsatz von Karmus-Punkten. Also dieses Messer gibt es nicht nur so für den Preis X, den wir gleich auch zeigen, sondern nur für Preis X plus Karmus-Punkte. Wir haben schon bereits 6 solche Taschenmesser bekommen. Einmal von Chevalier LaGuiole selbst, mit einer ganz besonderen Biene von Céline, die Ehefrau von Jean-Michel Cairon, und auch von David Dauvillier. Hier seht ihr die 6. Das sind wirklich ganz fantastische, schöne Taschenmesser. 3 davon sind schon bereits verkauft. Es sind ja also alle Unikate. Die sind alle schon weg. Und heute kommen wir zu den 3 neuen Taschenmesser von Philippe Voisier. Da sind diese hier, diese Schönheiten. Und wir haben
relativ große freie Hand gelassen. Normalerweise, wenn wir die Messe beispielsweise in Lagiol entwickeln, haben wir schon ziemlich gute Vorgaben. Wir wissen genau, was wir wollen, wie wir es wollen. Wir besprechen mit der Schmiede. Natürlich gibt es immer wieder Änderungen, weil manches, was wir uns so ausdenken, nicht immer 100% umsetzbar ist. Aber es ist auch relativ eng die Grenze, wo die Schmieden ein bisschen Spielraum haben, weil Kreativität muss natürlich auch ein bisschen Freiheit haben. Hier war es anders. Hier habe ich erklärt, Chevalier Lagiol, 20 Jahre Jubiläum, und wir möchten gerne etwas zum Thema Chevalier haben. Und jede Schmiede hat da entsprechend entwickelt. Manche haben die Biene ganz besonders erfunden, wie zum Beispiel Céline hatte ganz tolle Biene. David Dauvillier hat den Kopf gemacht. Und jetzt hier bei Philippe Voisier hat auch was Eigenes gemacht. Und das finde ich total faszinierend, dass wir hier das gleiche Stichwort, das gleiche Thema unterschiedlich interpretiert wurde von den einzelnen Schmieden. Und ich bin ja hier auch wahnsinnig begeistert von dieser Entwicklung. Wir werden uns gleich auch nochmal die drei Messer anschauen. Es sind drei gleiche, ja, aber da werden wir schauen, wo die Unterschiede sind, weil wir hier eine Kruste haben. Da werden wir sehen, dass die wirklich ziemlich unterschiedlich sind. Aber der Grundgedanke ist gleich. Wir haben hier eine 12C27 Klinge mit Voisier drauf und hier komplett frei. Jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, das haben wir bei den anderen Sechsen, dass wir hier geschrieben haben, zum Beispiel limitiert Chevalier Lagiol 2004 bis 2024. Wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Hier fanden wir dieses Messer so außergewöhnlich, ja, dass wir jetzt dem Käufer freistellen, ob es so haben möchte, wie wir es hier darstellen, oder ob wir tatsächlich auf die Klinge limitiert 1 von 3 2004, 2024 Chevalier Lagiol darauf lasern. Ja, das lassen wir hier erstmal frei. Da muss derjenige entscheiden. Ansonsten lassen wir die so, wie die jetzt sind. Was haben wir hier für Materialien? Einmal haben wir hier im oberen Bereich Mammut-Stoßzahn. Sehr, sehr rein. Also wenn man sich mal anguckt, hat er kaum Adern da drin. Das heißt, das ist schon ganz ausgesuchtes Material, sodass hier wirklich ziemlich schön, ohne jegliche Verzierungen, Marmorierungen, sonstige Sachen sind. Und dieser Bereich hier wurde geformt als Chevalier, als Ritterhelm. Ach, das ist ja echt ein Wahnsinn, oder? Wunderschön hier mit den Augenlöchern zum Atemlöcher. Echt fantastisch. Schaut euch das mal an. Ich zeige das mal hier in unterschiedlichen Beleuchtungen, unterschiedliche Kameras. Das ist echt der Hammer. Und der Rest des Griffes ist aus Hirschhorn. Hirschhorn ist etwas Traditionelles, oder Hirschgeweih ist etwas Traditionelles, woraus schon immer die Griffe gemacht wurden. Und ich muss sagen, ich finde das hier äußerst interessant aus zwei Gründen. Wenn man sich viele Taschenmesser im Internet anschaut mit Hirschgeweih, da wurde ja der untere Bereich des Hirschgeweihs benutzt. Und das sieht wirklich wahnsinnig traditionell aus. Also, für mein persönlicher individueller Geschmack, bitte nicht falsch interpretieren, das war mein Geschmack. Ich fand es schon immer arg traditionell, also richtig altmodisch traditionell. Und hier, finde ich, hat der Philippe Voisier etwas ganz Besonderes gemacht. Und zwar, er hat diese Kruste erstmal gelassen, sodass wir auch wirklich sehen, wie dieser Hirschhorn ursprünglich aussah. Aber dennoch etwas geschliffen. Das heißt, hier zum Beispiel sieht man ja, hier hat es geschliffen, damit die Form noch eines Lagiolsgriffes da ist. Das heißt, er hat hier eine Kombination gemacht aus ursprünglichem Krustenmaterial und geschliffenem Material und hat nicht zu viel, nicht zu wenig. Das heißt, wir sehen hier auch nochmal diese Vertiefungen, die alles, die dem Messer einen gewissen Charakter geben. Aber dennoch ist es geschliffen und in der Hand wahnsinnig toll. Also in der Hand fühlt es sich wirklich an wie ein normales, hochgeschliffenes Taschenmesser. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier den Rücken. Der Rücken, Moment, ich mache glaube ich nochmal Licht an. Ne, hör aus.
der Rücken ist hier oben erstmal die Biene als Lilie. Warum hat man eine Lilie genommen? Einfach weil die Lilie und in Frankreich und Ritter wirklich unzertrennlich sind. Was bedeutet das? Ich erzähle mal ein paar Sachen über das Fleur de Lys. Auf Deutsch heißt es oft, wird das oft als Lilie bezeichnet und es ist ein stilisiertes Symbol, das einer Lilienblume nachempfunden wird. Das Symbol Fleur de Lys wurde in vielen Kulturen verwendet, aber es ist insbesondere mit dem französischen Königtum verbunden. Es erschien oft auf Wappen und königlichen Bannern und wurde als Symbol der Herrschaft und Reinheit betrachtet. Die drei Blüten, die auch hier zu sehen sind, ne? Des Fleur de Lys stehen traditionell für die drei sozialen Stände des Mittelalters, die Bauern, den Klerus und die Ritter. Manchmal wird es auch als Symbol der Dreifaltigkeit in der christlichen Religion interpretiert. Ritter, die dem französischen Königshaus dienten oder die durch das französische Königshaus geehrt wurden, verwendeten oft das Fleur de Lys in ihren Wappen und Insignien. Es symbolisierte ihre Loyalität zur Krone und ihren Status als hochrangige Mitglieder der Gesellschaft. Im Kontext der Kreuzzüge und anderer militärischer Unternehmungen wurde das Fleur de Lys auch als Zeichen von Reinheit, Glaube und Gerechtigkeit gesehen. Es wurde oft als Symbol des Schutzes und der göttlichen Führung betrachtet. Also ganz viele unterschiedliche Bedeutungen, aber dennoch unzertrennlich mit dem Rittertum in Frankreich verbunden. Und wenn man sich das mal anguckt, es ist hier dreidimensional. Das heißt, alles drumherum ist entsprechend runtergeschliffen worden, sodass wir hier eine dreidimensionale Biene haben. Echt ein Wahnsinnskunstwerk. Der Rücken haben wir auch unterschiedlich gestaltet. Einmal hier diese Spirale als Symbol für die Ewigkeit. Und hier diese traditionellen Blätter. Schau mal, wie wahnsinnig detailreich das hier gemacht wurde. Einfach wunderschön. Ein echt fantastisches, tolles Messer, das sich wunderbar leicht öffnen und schließen lässt. Mittig. Schauen wir uns jetzt mal die Taschenmesser nebeneinander an. Die Klinge ist beiden gleich, deswegen brauchen wir uns die nicht anschauen. Aber schauen wir uns einfach die Griffe mal an und schauen dann die Unterschiede. Erstaunlicherweise oder interessanterweise hat er die Helme, obwohl die alle handgearbeitet sind, ziemlich gleich hinbekommen. Hier sieht man ja, die Augen sind so ein bisschen mehr trapezförmig. Hier ist ein bisschen anders. Also sind nicht ganz gleich alle drei. Schon mal ein Zeichen, dass das nicht mal schnell gemacht wurde. Und hier sehen wir die Unterschiede in den Griffen. Hier ist ein bisschen mehr braun, ein bisschen breiter. Hier ist ein bisschen mehr poliert von der Seite, sodass man diese Struktur gerade vielleicht ahnt. Und hier haben wir eine richtig tiefe Stelle in dem Material, auch von der Farbigkeit hier ganz anders, eher so dunkelbraun, fast schon schwarz. Und Rückseite auch komplett anders. Hier haben wir einen riesengroßen Bereich als Kruste. Hier wieder auch relativ zart, aber auch wieder tief. Und hier Vorderseite und Rückseite ist ziemlich gleich mit dieser Vertiefung hier in der Mitte. Sehr schön finde ich übrigens auch dieser Abschluss zwischen diesen beiden Materialien mit dieser Edelstahlstück vorne. Schauen wir uns mal, ob die alle mittig sind. Das ist immer eine brennende Frage vieler Kunden. Und ich sehe, dass alle drei absolut mittig sind. Auch die Biene ist bei allen drei gleich. Schauen wir uns mal hier noch an. Vielleicht mal ganz langsam. Also wirklich drei fantastische Kunstwerke. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass wenn du das Messer bestellst, dass du sagst, ich möchte dieses eine Messer haben.
wie erzählst du das? Wenn du natürlich sagst, im Video, das zweite von links, dann muss sich derjenige im Lager erstmal das Video angucken, damit er überhaupt versteht, was du genau meinst. Deswegen, es wäre toll, wenn du die Möglichkeit hast, bestell das Messer und schick uns dann per E-Mail oder am besten per MyChat, grundsätzlich immer per MyChat. Wir haben jetzt neulich sogar einen Kunden gehabt, der unsere E-Mails gar nicht bekommen hat, weil er bei web.de war. Und web.de, genauso wie GMX, hat ja etwas strengere Regeln. Wir verkaufen ja hier Messer und manchmal sagen die einfach, das sind Waffen und deswegen sperren die direkt. Das heißt, es ist noch nicht mal in dem Spam-Ordner zu sehen, ja? Sondern es ist komplett gesperrt, bekommen die E-Mails gar nicht. Und ich weiß es nicht, weil die kommen nicht zurück. Er weiß es nicht, weil er bekommt die ja nicht. Das finde ich ja schon mal ziemlich blöd von web.de. Die könnten ja zumindest die zurückschicken oder uns eine Information schicken nach dem Motto, E-Mail nicht zugestellt oder sowas. Aber gut, das ist nun mal so. Deswegen möchten wir dieses MyChat etablieren. Jedes Mal, wenn du dich einloggst, sobald du bei uns was einkaufst und einen Zugangsdaten hast, ja, kannst du sofort in MyChat schreiben. Wenn du dich einloggst, siehst du sofort hier einmal die normalen Mitteilungen, wenn was Wichtiges ist, und hier daneben MyChat, und da kannst du uns immer schreiben. Ich schaue immer regelmäßig da rein, du kannst immer wieder reinschauen, und da schickst du uns bitte, wenn möglich, einfach einen Screenshot von diesem Bild. Ich zeige dir gleich nochmal. Machst einen Screenshot und sagst, da das zweite oder das erste. Da kann auch der Mitarbeiter im Lager direkt sehen, aha, dieses Messer. Denn, wie wir hier gesehen haben, sind die doch schon ziemlich unterschiedlich. Und wenn du die beschreibst und sagst, ja, da wo ganz viel Schwarzes ist, ja, oder ganz viel Kruste ist, da lässt du natürlich den Mitarbeiter ziemlich viel Spielraum, weil hier ist auch viel, wo ist viel? Ich meine, da müsste er die Fläche irgendwie wieder schätzen. Und also einfach einen Screenshot hier machen und dann sagen, hier das erste von unten, das mittlere oder das erste von oben. Übrigens, die Taschenmesser kosten 1535 Euro und man muss auch 25 Karmos hinzufügen. Wir schauen uns jetzt mal die Gewichte, ob die alle gleich schwer sind. Das hat ein Gewicht von 88 Gramm, 89 Gramm, 88 Gramm. Also alle drei würde ich als 88 Gramm entsprechend durchgehen lassen und Preis von 1535 Euro und 35 Karmospunkte. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du magst, damit du kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.